Spinosaurus ist eine Gattung Theropoder Dinosaurier, die während der späten Unter- und sowie frühen Oberkreide im heutigen Nordafrika lebte. Die ersten Knochen dieses Dinosauriers wurden 1912 in Ägypten entdeckt und 1915 von dem deutschen Paläontologen Ernst Strommer von Reichenbach beschrieben. Spinosaurus zeigt auffällige Dornfortsätze der Rückenwirbel, die mindestens 1,69 Meter lang wurden und wahrscheinlich mit Haut zu einer segelartigen Struktur verbunden waren. Einige Autoren vermuten auch, dass sie von Muskeln umgeben waren und einen langgezogenen Höcker bildeten. Die Funktion dieser Struktur bleibt unklar. Unter anderem werden Funktionen zur Thermoregulation und der Kommunikation mit Artgenossen, zum Beispiel, dem Imponierverhalten diskutiert. Jüngeren Schätzungen zufolge wurde Spinosaurus 16 bis 18 Meter lang und 7 bis 9 Tonnen schwer. Er wäre damit der größte bekannte fleischfressende Dinosaurier. Selbst der Tyrannosaurus konnte da nicht mithalten. Wegen seiner Größe, des auffälligen Segels sowie des krokodilartigen Schädels, gehört Spinosaurus zu den in der Öffentlichkeit bekanntesten Dinosauriern. Der Spinosaurus war ein Spitzenprädator. Er musste sich vor keinen anderen Dinosaurier fürchten. Der von Spinosaurus bewohnte Lebensraum, im heutigen Nordafrika, ist nur teilweise verstanden. Spinosaurus lebte dort zusammen mit ähnlich großen Prädatoren. Wie zum Beispiel, Bahariosaurus und Carcharodontosaurus. Es ist umstritten, ob es sich bei Spinosaurus um einen hauptsächlich landgebundenen Räuber, oder um einen Fischfresser handelte. Spinosaurus war ein wahres Monster. Er war nicht nur auf trockenem Boden ein Spitzenprädator, sondern er konnte sich ähnlich wie ein Krokodil durch das Wasser bewegen, was ihn sehr flexibel machte. Ob er beide Jagdarten benutzt hat, ist bis heute unklar. Für die Fischfresser-Hypothese sprechen anatomische Merkmale, wie die verlängerten Kiefer, die konischen Zähne und die oben liegenden Nasenöffnungen. Einer neueren Studie zufolge war Spinosaurus semiaquatisch, also teilweise wasserbewohnend. Eine Studie aus dem Jahr 2018 testete die Hypothese eines semiaquatischen Lebensstils anhand eines digitalen 3D-Modells. Das Modell stellte sich als unsinkbar und beim Schwimmen instabil heraus. Zudem weist die Rekonstruktion auf eine bipede Körperhaltung hin, welche für eine landgebundene Lebensweise geeignet ist. Spinosaurus soll also viel Zeit nahe Küsten und im Flachwasser verbracht haben und sich überwiegend von Fisch ernährte. Es ist also unklar, wie der Spinosaurus regelmäßig gejagt hat. Aber er war in beiden Jagdarten ein Spitzenjäger. Sein Körper war für beides perfekt geeignet. Aber wofür war sein auffälliges Segel gedacht?
Bis heute ist es für die meisten immer noch ein Rätsel. Und es ist unklar, welche Funktion es gehabt hatte. Möglicherweise waren diese Dornfortsätze mit Haut verbunden und bildeten so ein Segel. Falls das Segel mit vielen Blutgefäßen durchzogen war, könnte es quer zur Sonne gerichtet werden und zur Absorption von Wärme in den noch kühlen Morgenstunden gedient haben. Dies würde allerdings bedeuten, dass Spinosaurus höchstens teilweise warmblütig war. Man vermutet auch, dass die Fortsätze kein Segel, sondern einen Höcker getragen haben, ähnlich wie beim heutigen Bison. So sind die Dornfortsätze von Spinosaurus und anderen Dinosauriern anders als bei Pelycosauriern relativ dick. Man bemerkte, dass ein Segel bei großen Theropoden ein effizienter Wärmekollektor, aber als Kühlmechanismus ineffizient gewesen wäre. Somit würde ein Segel in dem tropischen Lebensraum von Spinosaurus zum Nachteil. Nach der Vorstellung eines Forschers könnte ein Höcker als Wärmepuffer zum Schutz vor Hitze sowie als Energiespeicher gedient haben, was lange Wanderungen zu Nistplätzen erlaubt haben könnte. Es gibt unzählige Theorien, die was anderes behaupten. Wofür Spinosaurus das Segel genau benutzt hat, ist weiterhin unklar. Es sind aber viele Theorien, die alle Sinn machen würden. Seit seiner Entdeckung gilt Spinosaurus als einer der größten bekannten Theropoden-Dinosaurier. Seine Beißkraft war unglaublich, seine Krallen waren messerscharf. Er war der perfekte Jäger. Nur wenige konnten es mit ihm aufnehmen. Spinosaurus hatte dolchartige Zähne, die ihm halfen, problemlos Fische aller Größen und Gewichtsklassen zu jagen. Weitere Funde deuten darauf hin, dass er in einem Ökosystem lebte, das auch von Haien, Sägefischen und Krustenflossern bewohnt war. Spinosaurus verfügte wohl auch ein Sinnesorgan an der Spitze der Schnauze, das ihm das Erspüren von Bewegungen im Wasser ermöglichte und das sich in ähnlicher Form bei Krokodilen findet. Man könnte auch sagen, dass Spinosaurus eine Mischung aus Tyrannosaurus und einem Krokodil war. Obwohl Spinosaurus traditionell als zweibeinig dargestellt wird, gab es seit 1970 Vermutungen, dass er zumindest zeitweilig vierbeinig lief. Diese Vermutungen wurden mit der Entdeckung von Baryonyx unterstützt, einer verwandten Gattung mit robusten Armen. Ein Forscher hielt eine vierfüßige Fortbewegung wegen des Mehrgewichts des von ihm hypothetisierten Höckers für möglich. Bei der Beschreibung des Neotypus wurde festgestellt, dass Spinosaurus kürzere Hinterbeine hatte als andere Theropoden und dass sein Schwerpunkt vor dem Becken lag, sodass eine Quadrupedie wahrscheinlich bis obligatorisch war. Neuere Rekonstruktionen zeigen jedoch, dass der Schwerpunkt möglicherweise deutlich näher am Becken lag als bisher gedacht. Die relativ vollständigen Skelette des von Ernst Strommer von Reichenbach und des in den Chemchembeds ein Jahrhundert später ausgegrabenen Exemplars ergänzen sich sehr gut. Sie wurden in einem digitalen Skelettmodell zusammengefasst und um die relativ wenigen fehlenden Teile vervollständigt. Daraus resultiert ein reales Kunstharzmodell. Das skurrile Aussehen des Spinosaurus lässt sich dadurch erklären, dass der größte Raubsaurier aller Zeiten der einzige Dinosaurier war, der auch im Wasser leben konnte und sich von großen Fischen ernährte. Damit musste er nicht an Land mit den anderen großen Dinosauriern um die wenigen Pflanzenfresser konkurrieren. Der Spinosaurus ist und war was Besonderes. Er ist wohl der bekannteste und spannendste fleischfressende Dinosaurier. Seine Vielseitigkeit war bemerkenswert und zugleich unglaublich. Kein anderer fleischfressende Dinosaurier war so individuell wie der Spinosaurus. Kein anderer
konnte so jagen wie er. Und es war egal, ob es auf dem trockenen Boden war, oder doch im Wasser. Er war für beides perfekt geeignet. Und ein Meister in beiden Arten. Ein wahrer Spitzenprädator.